Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Big Reacts, powered by Omen. Heute in der Homeoffice-Version mit Obnox, Nico. Heute schauen wir uns gemeinsam das Spiel gegen Surreal an, mit dem wir uns in die VCT Challengers Stage 2 qualifizieren konnten. Viel Chaos, Mann. Viel Chaos und Twisten ist sehr groß. Ja. Drei Kills. Da fühlt er sich wohl. Da fühlt er sich wohl. Boah, Twisten mit 4K. Chaos. Ja, ich hab ihm dann erst gestorben. Aber easy. Ultimate. Ultimate ist da. Aber 4K ist gut. Ja, wir kriegen allgemein sehr oft die Bomben da. Ja. Boah, das war wichtig von mir. Oh, ah, das ist Fatih-Szene, Fatih-Szene. Ja, und die war übertrieben wichtig. Ah, geil, ey. Als er diesen Kill gemacht hat, hab ich ihn so links angeschaut. So. Ich guck ihn so an. Ich hab ihn noch nie so... wie nennt man das? Er war so richtig hyped. Er hat so fast voller Euphorie. Voller Euphorie. Er hat fast verloren. Ich hab ihn noch nie so erlebt. Klatsch, Mr. Fatih. Ja. B-Exec. Boah. Dass er da zwei macht, die Sky von den Gegnern. Aber Fatih ist da, macht zwei auch. Drei Kills für ihn. Und jetzt guten Retake spielen, dann sollte das schon. Ja, Retake beginnt jetzt. Gute Ability gerade, aber. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die Runde. Wieso gehen wir da nicht raus mit dem Bumbo? Ah, doch, ich erinnere mich. Dazu gesagt, macht Pressure CT, ich komme von hinten. Ja. Das war gut gespielt, ja. Deswegen sind wir auch nicht mit dem Bumbo rausgegangen. Ich würde sagen, Bind ist noch unsere stärkste Map zurzeit. Wir sind natürlich auch noch stark auf anderen Maps, aber. Ich denke, alle Maps. Wir spielen zurzeit alle Maps ziemlich gut. Mal sehen, was sich so ergibt. Da hinten habe ich mich gewundert, wer schießt mich da an, aber der war auf dieser Woodkiste da oben. Ach, das war die wichtigste Runde. Aslan, bam! 1 gegen 1. Hast du das geholt? Wieso frage ich überhaupt? Klar, hast du geholt. Das war die wichtigste Runde eigentlich. Ja, Mann. Runde. Wir hätten kein Geld mehr, wenn wir die Runde verloren hätten. Ich glaube, wir haben am Ende so ein bisschen auch schon gestruggelt, ne? Also die sind schon ein bisschen zurückgekommen in Beinspiel, glaube ich. Wir waren ein bisschen höher am Führen und dann kamen die so zurück. Ja. Und ich glaube, wenn wir die Runde verloren hätten, hätten wir kein Geld, ne? Ja, wir hätten kein Geld. Ja, und ja. Wäre vielleicht... hätten die war schon eine Key-Runde, ja. War schon eine Key-Runde dann, ja. Oh, der wurde nicht gecheckt. Jetzt kommt eine lustige Szene von mir. Guck mal, ich drehe mich gleich weg. Wenn die Sage pusht. Jetzt riech ich mich weg, wieso? Weiß ich nicht. Lol. Aber Twisten ist dort. Boah, das war schon so lucky, auch mit der Wall. Jetzt so, dass er da so ein bisschen versteckt war. Aber wichtige Runde. Bam, 1-0. Wichtig. Ja, da hat Fatih safe gecallt. Komm nochmal zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. Nice. Zweiter, Free Frag. Aber 4 gegen 4. Ah, Fatih macht einen guten Reagress, glaube ich. Oh, Twisten holt die alle. Ja, Twisten, ja. Quasi macht den. Bam, bam. Ah, stark, das war knapp. Knapp. Mhm. Knapp. Aber oh, Twist ist dran da. Was wollen die machen? Ja. Keine Chance. Oh, jetzt bin ich dran. Oh, ja. Wie 30 aber das du, Spiele, ne? Ja. Ich gehe einfach no fucks drauf. Aber du machst einen zurück. Bam, easy. Oh. Ah, ja, okay. Oh. Da war aber eine Bewegung noch, ne? Ja. Glaube ich. Boah, 7-2 schon, ne? Lol, das hat ich erinnere mich dran. Okay, das ist frech. Das ist frech. Guck dir das an. Das soll nicht erlaubt sein. Nee, das sollte schon lange gefixt sein. Ah, letzte Runde. Ja. Boah, das war sehr stark von dir, Mann. Ey, aber ich hab gedacht, der wird mich abchecken, aber... Anscheinend hat er gedacht, ne? dass ich nur ab und zu gejiggelt habe, aber ich bin einfach durchgelaufen. Guck, bam. Nice. Da geht er raus. Den hab ich dir gekauft. Aber das ist auch ein sehr geiles Gesicht. Bam. Ja, Mann. Geil. 13-9. Ich so, Nico, war... einer wird Kitchen kommen. Ja, aber, und ich so, scheiße, yo, ich muss da hingucken jetzt. Schnell. Aber die kam schon sehr gut zurück, muss ich sagen, auf Icebox. Und damit also haben wir die zweite Map. Fracture, unsere Lieblingsmap. 2-2. Ich glaube, wir hatten so ein Low-Buy, ne? Ja, das ist ein Low-Buy von uns. Tatsächlich. Ich hatte eine Vandal gekauft.
Immer? Ich habe nur noch 800. Ich könnte die nächste Runde gar nicht richtig kaufen. Ja. Aber irgendwie kriegen die jetzt einen rausgepickt. Ja, durch die Smog, oder? Oder hat Kasper gepiekt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ne, der hat Ender the Wall. Das ist eine geile Flash, Wall, oder? Ja. Also das war okay, die Flash. Aber wie hat der Gob die Flash überhaupt gegeben, ohne rauszupieken? Durch die Wand. Da am Anfang die schmale Wand. Richtig stark. Easy. Ja. Oh, das war auch sick. Boah, Thyssen gibt nur Gesichter wieder. Ich habe keine Ahnung, wie die alle Duelle da gewonnen haben. Aber sie haben sie gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie. Ja, 5 gegen 2. Ne? Bam, Gesicht. Thyssen hat nur 80 HP verloren, by the way. Ich weiß nicht, irgendwie. Wenn er 10 HP oder so wäre, würde ich das doch verstehen, aber der hat noch 60 HP, Mann. Ja, ja, und er hat 2-3 Leute. Ja, okay, Fatih war auch, der hat ja auch geschossen, ne, aber. Ja. Keine Ahnung, wie er das macht. Aber war das da, wo er durch Smoke geholt hat? Ja, komm mal. Ja, komm mal. Guck dir das an. Er hat einen Schuss gemacht, ne? Ein Schuss, Bruder. Ein Schuss. Schuss nur. Er hat für mich nur einen Schuss gemacht, das war frech, weil. Er hat einfach auf Glück geschossen. Ja, ich weiß. So, ja, klar. Okay, aber so. Ja, klar. Manchmal stirbt man so, was willst du machen? Das ist normal. Das ist sowas passiert. Ja. Danach bist du ein bisschen sauer, aber. Also, wenn es Spray wäre, okay, aber ein Schuss nur. 10, 11. Oh, ich hab mir so gedacht, so, hä, wieso hittet die Brimhold nicht? Ey, ist alle Masek, glaub, 4 Kills, aber Twisten von hinten. Masek. Gegen 2 Twisten. Jetzt geht's los. Masek hat Ace gerade. Er kann sich den 6. Kill jetzt holen. Aber Twisten ist zu stark in Clutches. Twisten braucht einen Punkt für Ulti. Bam! Boah, schön. Gesicht? Er macht Ulti mit Jet an. Fragwürdig, fragwürdig. Ja, würde ich nie im Leben machen, aber. Ich frag mich, ob die Jet Dash hat. Nee, er hätte. Ich glaube, Twisten wusste. Er hat aber 5 Kills gemacht, ne? Vielleicht hätte er Dash haben können. Ja, deswegen, wusste, ich frag mich gerade so ein bisschen. Dass er keinen Dash mehr hatte. Und das war halt eine geile Ulti, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, das gewinnt die Runde. Das gewinnt das Game. Das Spiel. Wahrscheinlich, ja. Boah, da hab ich gechoked. Hier. Aber du hast den noch gekillt. Ich erinnere mich an. Ja, aber hätte ich den instant gekillt, dann wäre ich noch am Leben und hätte Twisten helfen können. Hier. Da die gleiche Situation. 1 gegen 2. 1 gegen 2. Wie spielt ihr das aus? Kein Geld, by the way, glaube ich. Ja. Wie spielt ihr das jetzt aus? Er hat alles noch. Bam. Die Nate hab ich gedacht, ist schlecht. Die Nate war vielleicht jetzt nicht die beste, aber er weiß, wo. Der rechte. Einer ist zumindest, ja. Dann weiß er, wo der zweite ungefähr ist. Boah! Das war einer der krassen Szenen, die ich so bisher gesehen habe. Ja. Also auch einer der geilsten Clutches, muss ich sagen. Ja. Also, man muss sich so überlegen. Spiel, ne? Ja, man muss sich so überlegen, das ist ja Competition, das ist ja kein Ranked und so ein Ranked. Ja, ja, okay, weil der eine pickt alleine rein. Na klar. So, aber hier, du siehst ja, dass. Twisten nur den einen macht, geht zurück, der andere swingt ihn. Twisten wusste, dass er geswungen wird, weil die wollen ja auch Teamplayer haben. Der swingt ihn und er gibt ihn. Ja, alles richtig gemacht. Und sowas ist halt sehr, sehr schwer in Competition. Aber schon sehr krass gut gemacht, auf jeden Fall. Damit haben wir uns qualifiziert für, für die höchste europäische Liga. Ja. We are back. We back. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal aus dem Bootcamp mit der nächsten Folge. Gaming verbessert die Reflexe und die Augen-Hand-Koordination. Das heißt, Gamer-Piloten sind sicherere Piloten. Ich game nicht für mich, ich game für dich. Transcend Humanity with Omen.